Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim TCG Card Shop Simulator. So, ich habe jetzt mal extra den Tagesbericht offen gelassen vom Tag 39 und habe neben mir den Tag 38. Ich sage euch einfach mal, was hier sich so verändert hat. Also am Tag 38 hatte ich die Preise so um die 30% erhöht und es wurden dann gerade mal 31 Artikel verkauft. Und also im Gegensatz waren dann auch 21 Kunden unzufrieden. An dem Tag, wo ich jetzt die Preise auf 20% erhöht habe, waren dann eben nur 17 Kunden unzufrieden. Also ich habe einiges mehr verkauft als jetzt halt am Tag vorher, wo ich die Preise oben hatte. Da weiß ich jetzt natürlich auch nicht, ob ich dann wirklich auf 30% nach oben gehen sollte oder nicht. Keine Ahnung. So, bei den Spielstunden, da bin ich nur ein bisschen verwirrt, weil ich habe anscheinend am Tag 38 nur 2 Stunden und 16 Minuten Spielstunden gehabt und habe einen Spielverdienst gehabt von 1114. Also hier habe ich ein bisschen mehr, aber das liegt auch an diesem Event, den ich da eingestellt habe. Ich glaube, dass das bei der Spielstunde irgendwie ein Fehler war. Das hat es mir wahrscheinlich am Tag 38 nicht richtig angezeigt. Von daher denke ich mal, dass das auch so um die 20 Stunden waren. Okay, aber sei es drum. Ich mache mal ganz kurz hier meinen Switch wieder rum. So, wir gehen auf Tag 40. Wir öffnen auch gleich mal hier den Shop. Und ich habe ein bisschen was umgestellt, also nicht allzu viel. Moment, ich muss bloß mal gucken wegen meinen Boxen. So. Und zwar habe ich jetzt die Würfel ja noch mit hinzugekauft. Die haben wir ja freigeschalten gemeinsam. Also wir haben ja die roten, die blauen, die schwarzen und die weißen Würfel jetzt. Und das habe ich jetzt halt einfach mal so angeordnet. Habe dann da unten die Dosen und hier kommen die Päckchen rein, die ich an der Werkbank zusammenpacken kann. Und von den Preisen her, wie gesagt, ich habe das jetzt alles so um die 20% erhöht. Ich kann noch mal ganz kurz hier gucken. 17,40 ist es jetzt gerade. Ja, also 17,50 geht er jetzt halt hoch. Dann mache ich halt jetzt halt mal 17,50. Aber ich denke, so um die 20%, da kaufen dann auch die Leute wirklich was ein. Also lieber verkaufe ich einen Artikel etwas mit etwas weniger Aufschlag als gar keinen Artikel, muss ich sagen. Auch wenn es natürlich nicht sehr viele sind, die über den Preis meckern. Ich beobachte die auch immer wieder mal. Also bei 20% ist eigentlich, ja, es ist teuer, da muss ich nachdenken. Also bei 20% ist es immer noch so, dass eher noch was gekauft wird. Ein bisschen teuer. Ja, aber da ändern sich auch täglich die Preise, ne? Ich kann halt nicht jeden Tag die Preise nachkontrollieren. Ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber es ändern sich ja wirklich anscheinend bei allen Artikeln die Preise. Ich weiß nicht, wie sich da der Entwickler das gedacht hat. Ich weiß es wirklich nicht, weil jeden Tag die Preise durchzuchecken, wenn du dann irgendwann einmal einen vollen Laden hast hier mit allen Boxen, die es so gibt und allen Kuscheltieren und ja, ihr wisst, was ich meine. Das ist ein bisschen suboptimal. Von daher denke ich mir, 20% sind in Ordnung. Vielleicht dann noch ein kleines bisschen abrunden. Man verdient immer noch was, man verkauft auch immer noch was. Und wenn, dann muss man auch nicht jeden Tag die Preise nachkontrollieren, ne? So, ich gucke aber trotzdem jetzt mal durch. Marktpreis, ja, das hat gepasst mit 21. Ich würde trotzdem sagen, dass ich auf 20 gehe, weil ich verkaufe hiervon eigentlich in den letzten 2 Tagen, glaube ich, nur 1 oder 2 solche Tierchen da verkauft. 2,80, also da ist auch der Preis schon wieder runtergegangen. Da würde ich sagen, gehe ich jetzt auch auf 2,60. Ich verdiene ja immer noch was dran. Hauptsache, ich verkaufe das Zeug. Weil es bringt mir nichts, wenn die Leute reinkommen und sagen, es ist zu teuer und gar nichts mitnehmen dann. Aber Preisgestaltung, es ist jedem selbst überlassen, wie er das macht. Ich mache das halt jetzt halt mal so. Ich lasse das jetzt halt mal auf 26. Da mache ich es jetzt mal auf 18. Also und ich verdiene ja immer noch was dran, ne? Aber Hauptsache ist, wie gesagt, es wird gekauft. Die Tische habe ich hier ausgebaut. Die sind jetzt halt aktuell auf dem Event Goldener Stern. Goldener Stern kostet mich 300 am Tag. Es ist aber auch immer noch so, dass ich mit, ja, da, also jetzt sind es 20, die waren halt nicht allzu lang da gesessen. Aber ich habe hier immer wieder mal welche, die zahlen wirklich 50 oder 60 pro Person für das, dass sie da am Tisch gesessen waren. Und dann hat man
durchaus ruckzuck, da jetzt auch 60 Euro insgesamt, man hat hier ruckzuck eigentlich die 300 Dollar wieder drin, wobei ich auch noch nicht festgestellt habe, wann ich die zahle. Also das habe ich auch noch nicht festgestellt. Moment, ich muss sowieso mal hier meine Rechnungen zahlen. Ich habe es einmal vergessen zu zahlen, hatte sehr wenig Geld und hatte hier dann eben um die 400 und da dann nochmal einen Huni. Also ich rate euch wirklich, zahlt jeden Tag euer Zeug, dann seid ihr immer hier auf dem aktuellen Stand und wisst, was ihr auch ausgeben könnt. Wegen der Werkbank im Übrigen, das hat nichts damit zu tun, dass ich da einen Karton draufgestellt hatte, sondern es hatte damit was zu tun, dass ich dann auch einen Regalplatz leer hatte. Also wenn ich einen leeren Karton im Laden habe oder einen leeren Platz im Regal, dann kann ich hier vorne Karten packen. Also das hat da nichts zu tun mit dem leeren Karton am Tisch. Das habe ich nur falsch aufgefasst. Da habe ich mich jetzt ein bisschen lächerlich gemacht im achten Part. Aber es ist mir egal. So, bitteschön. Hey, nimm. 12,20. 10. 11, 12. So. 0. Wunderschön. Und irgendwie habe ich schon auch den Eindruck, wenn ich die Preise nicht zu hoch mache, dass dann auch die Kunden einzeln wesentlich mehr kaufen. Ne? Was ich jetzt halt auch noch kaufen möchte, das sind im Grunde diese Lagerregale. Es gibt das kleine Lagerregal mit 3 Böden und es gibt das große Lagerregal mit 5 Böden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, von der Größe her, von der Stellfläche her schauen sie eigentlich gleich aus. Ich muss natürlich, wenn ich jetzt ein kleines Regal da habe, muss ich natürlich 2 nebeneinander stellen, um ungefähr den Lagerplatz zu haben. Von daher bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Kaufe ich mir jetzt halt wirklich ein Lagerregal hier für ein Tausender? Ihr wartet schon wieder, ne? Oder kaufe ich mir 2 kleine jeweils für 500 und habe einen Stellplatz mehr, aber muss ja auch dementsprechend mehr Platz haben, ne? So. So. Ah, heute ist wieder viel Karte. Hm? Fairer Preis, würde ich sagen. Leider sagen nicht immer alle was. Also ich stehe oft da und beobachte einfach mal die Leute, was die hier so von sich geben. So, ich habe jetzt auch nicht aufgepasst, aber ich bin mal gespannt, wie viel es jetzt dann Abschluss des Tages ist. So ungefähr habe ich es mir gemerkt. Mit 22 Stunden und 1500 Umsatz. Gucken wir mal, also von den Spieltischen her, ne? Fairer Preis, würde ich sagen. Irgendwie die Würfel sind vielleicht manchmal ein wenig zu teuer. So, ich würde auch gerne, also ich hoffe mal, dass ich auf die 5000 komme, würde ich gerne diesen zusätzlichen Raum hier mir schnappen. Der zusätzliche Raum ist anscheinend nicht als Lager gedacht, weil es heißt ja auch nichts mit von wegen Lager, sondern ich denke, dass das einfach ein zusätzlicher Raum einfach ist. Da könnte man dann zum Beispiel die Spieltische reinstellen. So, 7. Wäre möglich. 6 Dollar. Aber ich werde wahrscheinlich nicht so viele Spieltische da reinbekommen wie jetzt halt hier. Ne? Ich kann den Raum natürlich als Lager nutzen. Das andere ist allerdings auch, ich kann die Lagerregale auch neben die Regale stellen. Ich muss mal gucken. Oh, die blauen sind tatsächlich weg. Habe ich die jetzt nachgekauft? Ja. Moment, hier noch eins rein. So, weg damit. Wie ich das mache, werde ich sehen im Laufe der Zeit, weil im Grunde ist es schon nicht schlecht, wenn man das Lagerregal neben den Aufstellern hat, so dass man das dann griffbereit hat. Und da ich ja jetzt hier zum Beispiel immer die 2 nebeneinander liegenden habe, ist natürlich im Grunde das Lagerregal mit 5 Böden nicht schlecht, weil ich habe hier 5 Fächer. Ne? Wie man es macht, ist wurscht. Jedenfalls, ich denke mal, dass ich die Werkbank dann eben rausstelle in diesen separaten Raum. Vielleicht verpacke ich die auch und stelle sie wieder weg, weil im Grunde man verdient ja bei weitem nicht das an Geld, was man eigentlich an Karten da reintut. Ne? Weil wenn ich
100 Karten hier für 20 Cent reintue, dann habe ich immerhin 20 Euro im Grund an Kartenwert da drin. Und wenn ich die dann aber nur für 8 Euro oder 9 Euro verkaufe, dann habe ich nichts verdient daran. Ne? Oh, gleich mal schauen. Jawohl, da können wir gleich wieder eine Dose reintun hier. So, her damit. 57. Was ich auch etwas ungünstig gelöst finde, ist, wenn hier ein Stinker reinkommt und noch in der Tür ist und noch nicht einmal besprüht und hinter ihm läuft jemand, der etwas empfindliche Nase hat, dann dreht er wieder um und sagt, es stinkt in dem Laden. Obwohl der vor ihm ja gerade fresh gesprüht wurde. Oh ja, da sind es auch wieder fast 80, ne, Euro. Also da kommt schon Geld rein mit dem Spielevent. Also da gebe ich wirklich die Empfehlung, geht auf den höchsten Spielevent. Das macht schon was aus, ne? Sagst du irgendwas? Nö, du nimmst einfach, das ist in Ordnung. Eigentlich kein schlechter Preis. Tische sind eigentlich immer irgendwie belegt. Manchmal sind vielleicht wirklich nur zwei oder drei Paare da, die da spielen. Aber ich hatte ja auch schon alle Tische voll. Also es lohnt sich schon, ne? Aber da ist, glaube ich, wirklich jedem seine Erfahrung anders, ne? So, bitteschön. Das sind 50 Cent Rabatt. Für die Menge, ne? Ich weiß schon, wenn ich da immer wieder Nachlass gebe und quasi denen mehr rausgebe, dann komme ich auch nicht auf den grünen Zweig, aber geht halt einfach schneller wegen den 50 Cent. Breche ich mir nichts ab, glaube ich. Ich glaube, das würde ich auch im Real Life machen. Also wenn ich einen Laden hätte oder sowas, dann würde ich da schon auch einmal ein bisschen runden. Und ich habe gemerkt, dass abends hauptsächlich die Leute kommen. Ja, für 6,61, da waren die nicht lang gesessen, ne? Warte mal, was war das nochmal? Spielevent, die Stunde 22. Also waren die gerade mal eine Viertelstunde da gesessen. Das sollte irgendwie so eine Mindestzeit sein, dass das dann so eingestellt wird, dass die dann zum Beispiel mindestens eine halbe Stunde oder mindestens eine Stunde oder irgendwie so sitzen. Weil es kommen ja auch einige Kunden rein, die dann wieder gehen, weil kein Platz frei ist, oder wieder gehen, weil dann eben keiner da sitzt. Ich weiß es nicht. Ist halt immer schade drum, ne? Auch nochmal zu dem Thema Kasse und so. Also da werde ich noch warten. Weil jetzt ja gerade im Moment stehe ich auch wieder nur rum. Ne? Also Kassiererin oder Kassierer, ja, 100, 110 fast, kostet mich auch nur Geld. Jeden Tag. Und langsam sollen sie auch noch sein. Also da haben wir nochmal 80. Also da kommt schon Geld rein. Ich weiß bloß nicht, wann der nächste Spielevent freigeschalten wird. Und? Du sagst nichts. Können wir mal ganz kurz gucken, ob wir den nächsten schon auswählen können. Nee, der ist... Achso, bei 1500 ist der. Ist in Ordnung. Aber keine Ahnung, was ist jetzt 1500? Wir haben... Ich weiß es nicht. Auswählen, Ereignis festlegen. Womit es zusammenhängt, weil ich habe links oben nichts stehen, rechts oben habe ich die XP stehen. Das hat also nichts mit den 1500 zu tun. Ich denke, dass das irgendwas anderes von der Statistik ist mit dem 1500. Da waren es jetzt wieder 60 Euro. Stinkalina kommt rein. Und alle fuchteln sie immer mit die Arme. Der eine ist jetzt wieder gegangen. Das könnte jetzt sein, dass der jetzt gegangen ist, weil eben vor ihm die Duftliesel da reingekommen ist. Weiß ich nicht. Und ich muss heute auf jeden Fall Packungen aufmachen. Ich habe mich echt zurückgehalten. Ich habe nur eine einzige epische Packung aufgemacht. Und da hatte ich dann eine Karte drin, so für 16 Euro oder so. Die war dann auch neu. Von daher möchte ich mit euch heute auf jeden Fall Karten. Oh ja, nochmal 100. Weil das muss man halt auch immer da, 53, also es sind jetzt auch nochmal 110 Dollar fast. Muss man halt immer bedenken, dass ja die beide zahlen, ne? Das ist ja nicht nur die Platzgebühr für eine Person, für zwei Personen, sondern das ist ja
für jede Person, die sich dahin setzt. Und dann sind die 300 Gebühr nix, ne? Aber wie gesagt, ich habe auch noch nicht festgestellt, wie ich das zahle. Also mir ist das noch nicht aufgefallen, leider. Ihr könnt es mir gerne mal reinstellen, schreiben in die Kommentare, mach langsam, wo diese 300 Kosten am Tag reinkommen. Weil wenn ich jetzt das Ereignis bestätige, wird es da oben ja nicht abgezogen. Naja, und bei den Rechnungen taucht es mir auch nicht auf. Da habe ich nur die Kosten stehen eben von der Miete und von elektrisch. Also natürlich Gehalt habe ich auch noch dastehen. Das waren jetzt auch wieder 90. Wunderbar. So, dann haben wir die Leute los. Ich habe jetzt zwar über die 5000, aber ich würde gerne noch erst einmal hier auffüllen und schauen, dass wir die Sachen nachbestellen, die jetzt fehlen. Und ich denke, am nächsten Tag wird es dann sein. Also, dich stelle ich jetzt mal da an die Kasse, weil da werde ich jetzt dann gleich Karten rausnehmen. Da haben wir nur noch 13, da werden wir mit Sicherheit einen Karton bestellen müssen. Box ist leer. Also brauchen wir auf jeden Fall schon mal dieses Kartenset hier. Die blauen werde ich mit Sicherheit auch bestellen müssen, weil da sind ja nur noch 3 Päckchen drin. Habe ich die jetzt leer gemacht? Nee. Da war tatsächlich noch eine Packung drin. Also brauchen wir nochmal eine von denen hier. So, dann haben wir... Da habe ich jetzt nur noch eine drin, aber das macht nichts. Ich bestelle die immer erst nach, wenn ich dann tatsächlich den Karton leer habe. Von den blauen habe ich, glaube ich, gar nichts mehr da. Also muss ich da auf jeden Fall einen Karton bestellen. Wenn ich erst einmal richtig viel Geld habe, dann kann ich da auch im Vorrat bestellen. Ne? So, hier sind noch 5 drin, da sind noch 2 drin. Das heißt, wir brauchen einmal die roten Würfel. Rot, blau, schwarz, weiß. Also alle Würfel. Rot, blau, schwarz und weiß. Da habe ich ja die Kartenboxen stehen gehabt, ne? Also von dem Tisch. Wie gesagt, das würde ich jetzt nicht mehr. Den da könnte ich eigentlich mal wegtun. R drehen, E drehen, einpacken mit C. Dann schmeiße ich den nämlich jetzt erst einmal nur da raus. Genau. Lassen wir jetzt einfach mal da stehen. Dann weiter hier im Programm. Die sind aufgefüllt. So, dann haben wir diese Päckchen. Da passen ja nur 20 rein. Ne? Und wenn ich dann Lagerregale habe, ich meine, so ein Lagerregal für einen Tausender ist natürlich auch heftig. Ne? Also da denke ich mir auch, lieber stelle ich die Kartons jetzt noch am Boden, bis ich wirklich ein bisschen Geld zusammen habe. So, ja, dann können wir bestellen. Das sind immerhin 1143. So, und ich würde auch aus jedem Karton, deswegen 30 Stück, das offen. Deswegen stelle ich die jetzt auch da schön her. Moment, dann stelle ich dich jetzt da her. Deswegen habe ich den eigentlich nur mal auf die Seite geräumt. Da passen ja mal 8 Stück rein, ja, ist okay. Stelle ich die Würfel jetzt einfach mal dahin. Wie gesagt, ich komme klar ohne Lagerregal. Das muss meines Erachtens jetzt nicht unbedingt sein. Das passt schon. So, die stelle ich da drauf. Dann haben wir die Weißen. Da ist es dann eh egal,
wenn da, da wird auf jeden Fall von den Würfeln was verkauft. So. Gut. Da brauche ich dann nicht, wollte nur sagen, da wollte ich, brauche ich dann nicht sehen, welcher Würfel wo ist. Weil die muss ich wahrscheinlich eh in die Hand nehmen zum Auffüllen. Dann stelle ich den Stapel jetzt einfach mal dahin. Ich überlege aber auch, ob ich nicht nochmal einen Tisch dazu kaufe. Ne? So, du noch da drauf. Okay, wir haben alles. Dann machen wir jetzt mal auf. Also von, wir machen jetzt von jedem eine Handvoll auf. In der Hoffnung, dass wir irgendwelche Karten doppelt haben, die ein bisschen mehr kosten. Da schauen wir dann später halt ins Buch. Da war auf jeden Fall eine dabei, die etwas mehr gekostet hat. Ich habe jetzt, ich schaue nicht immer sofort auf die Preise. Von daher geht es durchaus mir auch mal durch die Lappen, der Preis. Ja, und alle Karten, die so, ich sag mal, ab 1,50 ungefähr aufwärts. Da war jetzt zum Beispiel eine dabei mit 3,57. Solche sind dann auf jeden Fall prädestiniert dazu, dass wir die mal auf den Tisch legen. Weil das ist ja auch nochmal zusätzliches Geld. 4,39. Bei den anderen Kartenboxen haben wir halt noch nicht so viele Doppelte. Das sind halt noch... Also haben wir schon, aber das sind noch sehr viele dabei, die neu sind, meine ich. So, auch sorry, wenn ich jetzt da mal... Oh, 9,79. Ja, das ist halt die mit dem Goldrand, ne? Die mit dem Goldrand. Lass mal reinschauen in das Buch. Auch danke nochmal für den Hinweis wegen dem Sortieren. Natürlich, das mit der Menge kann ich natürlich machen. Das habe ich ja auch im Prolog gemacht. Da habe ich dann die... die Karten quasi sortiert nach der Häufigkeit, wie ich sie habe. Ich habe jetzt seit 51 Mal die Karte hier für 16 Cent. Aber ich möchte die 16 Cent Karte nicht verkaufen, nur weil ich die häufig habe. Deswegen sortiere ich das Ganze eben nach dem Preis. Dann habe ich die teuerste Karte hier vorne drauf. Und dann sehe ich nämlich auch von den teuersten, welche habe ich doppelt. Also ich, will ich einfach nur noch mal erklären. Warum ich das so mache, ich will einfach schauen, dass ich wirklich jede Karte einmal habe und dann schaue ich eben die Karten von vorne nach hinten wärts durch und dann sehe ich, ah, da habe ich eine doppelt, die kostet 5,34 oder ist 5,34 wert. Den könnten wir eigentlich mal hier ein bisschen mehr in die Mitte stellen oder so, daher einfach. Und das sind dann auch die Karten, die ich hier drauf packe. Hups. Wenn ich hier draufklick. So, die habe ich noch gar nicht gemacht. Und hier mache ich aber tatsächlich 30%. Also Marktpreis plus 10, 20, 30. Besser gesagt, man macht, wenn ich das jetzt richtig sehe, hier 10% auf den Preis und dann jetzt 10% auf diesen Preis. Das heißt, also es wären 59 Cent, das sind 6, ja, genau, 46. Und hier wären es jetzt dann nochmal 10% drauf, also hier nochmal 65 Cent drauf. Dann müsste man eigentlich 7,10 Euro ungefähr haben. Ja, 7,11 Euro. Also das ist in Ordnung. Also es sind immer die 10% auf den aktuell angezeigten Preis. So, aber ich glaube, das war euch klar. Manchen ist es vielleicht nicht klar. Vielleicht habe ich auch ich falsch verstanden. Könnt ihr mir auch gerne reinschreiben. Ich meine, ich verhau mich gerne. Schauen wir mal, weil ich möchte auf jeden Fall den Aufsteller hier wieder voll kriegen. Das hätte ich aber vielleicht machen sollen, nachdem ich die epischen Karten hier noch aufgemacht habe. Ne? So, da waren wir bei 5,98. Der ist ein bisschen runtergegangen. Der hier, da waren wir bei 4,63. Da sind wir auf jeden Fall um einiges höher. 1,11. Da haben wir 2. 4,77.
Das ist halt, ne, die Karten, die ändern sich wirklich jeden Tag. Also, ich weiß nicht, das ist halt wirklich bei allen Karten so, ne? 3,25. Damit Sternchen. Weil man sieht auch recht schnell, welche Karten man schon mal auf dem Tisch liegen hatte. Ne? In dem Moment, wo ich jetzt halt hier kein Ausrufezeichen habe, dann weiß ich, okay, ich hatte die schon mal da liegen. 3,86. Sind wir jetzt bei 4. Und eine noch. Da. Die hatte ich auf jeden Fall schon mal da liegen. 3,66. 3,80. Wow. Ich denke mal, dass wir die verkaufen werden. So, aber trotzdem, hier nochmal eine Hand. Wie gesagt, wir machen jetzt halt wirklich alle Hände, alle Boxen einmal eine volle Hand. Und hier werden definitiv noch einige neue dabei sein. Vielleicht machen wir auch einmal die nächsten Karten noch auf. Kann ich mir auch gut vorstellen, aber jetzt halt noch nicht. Erst wenn wir da mal ein bisschen Platz haben im Regal. Ich will irgendeine teure Karte noch haben. Eine einzigartige und teure. Man soll ja angeblich auch mehr Karten oder die Möglichkeit haben, welche zu bekommen mit goldenem Rand. Es ist schon wirklich enorm, wie viel unterschiedliche Karten das es da gibt. Und man muss ja bedenken, die müssen ja alle gedruckt werden, ne? Ich weiß nicht, wie das in der Druckerei abläuft. Nein, ich wollte eigentlich die Karten rausnehmen. So, von denen haben wir eh noch nicht sehr viele aufgemacht. Hier von diesen epischen. Oh, Honobi, silberne Ausgabe. Okay. Da sind erst recht noch viele neue dabei. Schön, schön. Also da habe ich wirklich eine Sammelleidenschaft irgendwie in dem Spiel. Ich muss sagen, da ich möchte auch das Buch voll kriegen. Also das ist wirklich ein Ansporn für mich, in dem Spiel das Buch voll zu bekommen. 40,16 € für den Folterer. Karte Nummer 653. So, war das jetzt schon das Letzte? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall immer alle Päckchen aufmachen. Also ich kann mich da nicht beschränken nur auf die blauen oder nur auf die epischen oder so, sondern ich muss wirklich dann jedes Ding aufmachen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jetzt in den epischen Kartenpacks auch Karten drin habe, die normal sind, aber ich glaube, das sind immer dann nur epische, ne? Ich weiß nicht, warum muss ich dann das antun mit den einfachen? Naja, gut. So, machen wir mal den nächsten Teil. Jetzt bin ich mal gespannt. So, hier steht jetzt hat Spielstunde 6 Stunden 8 Minuten und habe 1719. Das blicke ich jetzt halt ehrlich gesagt nicht, ne? Und vor allem jetzt haben wir auch weniger gekaufte Artikel, weil ich glaube, das waren ja 42, ne? 52 Spiele gespielt. Okay, ich blick's, glaube ich, mit den Zahlen, da blicke ich irgendwie nicht durch. Ich weiß nicht, ob die Zahlen korrekt sind,
Aber ich habe langsam den Eindruck, dass die Zahlen einfach nicht richtig sind. Aber da werde ich mich wahrscheinlich eh täuschen. Naja, gut. Machen wir mal Tag 41. Wir machen natürlich. Ah, jetzt sind die 300 abgezogen worden. Damit ist dann meine Frage dann auch gleich beantwortet. So, 3.790. Ich würde gerne. Also zum einen würde ich natürlich gerne ein Lagerregal kaufen. Allerdings habe ich ja schon gesagt, ist mir nicht so wichtig. Wenn ich die 5.000 habe, würde ich gerne eher den Raum freischalten, dass ich das endlich weg habe, dass ich endlich diese Tür offen habe. Das triggert mich, glaube ich, am meisten, dass ich diesen Raum nicht habe. Und der Raum, der kostet ja im Endeffekt weniger wie hier diese komplette Reihe hier zum Freischalten. Und es schaut mir auch so aus, als wäre es hier von der Größe ungefähr, ja, ungefähr zwei solche Abschnitte, A4, ne, A4 solche Teile. 17. Also, warten wir mal ab. So, habe ich da vorne eigentlich? Ja, passt noch alles. Mal schauen. Also die Karten, bisher sind sie immer weggegangen, die Karten. Auch wenn sie um 30% teurer waren. Irgendwer nimmt sie immer. Oder auch nicht. Aber wir haben ja auch keine Eile. Wir sind jetzt wirklich bei Tag 41 und wenn ich jetzt so in den Kommentaren gucke, gibt es einige, die sagen, die sind schon bei Tag 100 und X. So Leute, setzt euch am Tisch und lauft nicht bloß rum. Ah, ich glaube, sie ist jetzt ja gerade gelaufen, hat gemerkt, ah, er sitzt alleine da, wollte sich auf den Stuhl setzen, aber dann kurze Zeit später hat einen kurzen Moment zuvor hat er sich hingesetzt, deswegen ist sie dann gegangen. Da sollte das vielleicht besser eingestellt werden, dass sie dann eben einfach sich dann an den freien Tisch setzt oder so und nicht einfach geht. Ja. So, ich warte mal ab. Der läuft jetzt wieder. Okay, der setzt sich. Und da bei dem glaube ich jetzt eben auch, ne? Der hat dann gerade noch gecheckt, da ist ein Platz frei. Ist aber dann doch weggegangen. Also da habe ich auch noch nicht so ganz durchgeblickt. Ist aber auch nicht so dramatisch. Das ist in Ordnung. Fairer Preis. Mann, das ist teuer. Ich warte mal ab, ob die wirklich gekauft werden. So, aber bisher glaube ich, wurden die immer irgendwie verkauft. Jemand hat sie immer genommen. Fünf. Da ist es fairer Preis. 30, 20. Kein schlechter Preis. Also ich denke, bei den Karten, das passt schon. 2,50. Ja, eigentlich kein schlechter Preis und greift halt auch zu. Und man müsste halt auch wissen, bei was, ne? 25, also da waren schon 50 Euro bei den zwei jetzt. Auf jeden Fall sehr interessant, das immer wieder zu beobachten. Hat jetzt da einer eine Karte genommen? Nee. Oder habe ich mich jetzt da getäuscht mit den 30%? Aber ich habe irgendwie schon den Eindruck, dass die Leute die Karten trotzdem kaufen. Irgendeiner wird sich erbarmen. Oh, da waren es 120 Euro jetzt. Einen Würfel, jawohl. 59, hast einen Zehner, bitteschön. 6.
Jawohl, sag ich doch. Irgendeine nimmt auf jeden Fall 67. Hier hast du 70 zurück. Ich hätte wenigstens die Preise anpassen können, ne? Dass ich nicht so Centbeträge habe hier. 4,34. 4. Die 80, das ist eine 5er. 45. So. Erstmal warten. Ne? Wenn er nimmt, ist in Ordnung. Aber da könnte ich jetzt zum Beispiel 7 € machen. Ist ein schöner Preis. Da machen wir 5,80. Da machen wir 4,70. So, du kriegst 0 zurück, der hat es auf den Cent gehabt, wunderbar. Profit 4 steht da. Normalerweise müsste das Programm umrechnen, was im Grunde die einzelne Karte gekostet hat, als sie in der Packung war. 3,80 passt. So, der hat zahlt mit Karte, jawohl. Schauen wir mal auf die Maschinskis. Nee, passt alles. So, wir haben jetzt erst 14:30 Uhr. Also von daher bin ich mir sicher, dass noch Geld reinkommt. Ich muss nur ganz kurz mal meine Rechnungen zahlen, weil sonst gebe ich das Geld aus und habe das vergessen und am nächsten Tag habe ich ja dann die doppelte Menge, ne? 15,40. Ja, wenn die hier aufstehen, wenn die länger da sitzen, dann haben wir, glaube ich, schnell. Mann, ist das teuer. Oder das ist teuer, ja. Fairer Preis. So, morgen ist ja TCG Shop als Livestream geplant, 19 Uhr, so wie normalerweise der Motel Manager. Der fällt dann natürlich in dem Fall aus, das ist klar. Ich bin immer gespannt, wie lange es noch dauert mit dem Motel Manager, weil da möchte ich ja im Grunde noch das obere Stockwerk ausbauen und dann natürlich auch alles dekorieren und so weiter. Ich möchte auch noch die Geschäftsstelle natürlich einrichten, dass jetzt alles passt mit den Platzierungen und so. Und dann ist Motel Manager eigentlich durch, weil ansonsten kannst du den ja endlos weiterspielen. Ist halt einfach so. Das wird beim TCG auch irgendwann mal der Fall sein. Irgendwann hast du das Buch voll, irgendwann hast du alles ausgebaut. Und danach ist es halt einfach nur noch endlos spielen, ne? Von daher, also wird Motel Manager, ich denke mal, noch 3 oder 4 Livestreams sein und dann sind wir da wirklich durch. Vielleicht sind es auch noch 5, keine Ahnung. Und dann ist natürlich die Frage, welches Spiel nehme ich als nächstes dann rein? Das hat $7 gekostet. Echt? Ja, $7. Hat er richtig gelesen. Das ist in Ordnung, ja, aber dann nimm halt. So, Servusle. So, 2,50. Du, du, dum, dum. Ich bin auch mal gespannt, wie das Spiel Orbound bei euch ankommt, was ich jetzt aktuell als angezockt gemacht habe, mache mit 3 Parts insgesamt, weil das ist ja nur die Demo. Aber ich kann mir echt gut vorstellen, dass ich mir dieses Spiel, wenn es rauskommt, hole und dann auch als Let's Play mache, weil das ist auch phänomenal, das Spiel. Aber da warte ich natürlich immer am liebsten eure Kommentare auch ab und eure Meinungen. Aber im Endeffekt, ich spiele ja eh das, was mir am meisten Spaß macht, ne? Das ist ja, hier hast du 12. 0.
passend zahlen ist mir immer am liebsten, Leute. 5304. Ja, das wird wohl nichts mit dem Raum. Ich habe nur ein bisschen Schiss, dass die Miete dann eben zu sehr explodiert. So, wir haben erst 18 Uhr, also da kann noch einiges passieren. Ich würde auch den Raum, wenn, dann erst am nächsten Tag freischalten, weil wenn ich den jetzt freischalte, habe ich am nächsten Tag schon die Miete mit drauf. Jawohl, nochmal ein Huni. Schauen wir mal hier bei den Maschinen. Es ist komisch. Es ist manchmal die Skala jetzt halt eben so, dass links voller ist wie der rechte. Und das war hier auch der Fall. Und jetzt plötzlich sind sie fast gleich leer. Ja, irgendwer wird schon, oder? Das sind ja nicht mehr viele Karten. Ich bin da eisern. Ich lasse die so liegen. So, 17,50. Da waren es jetzt zwar nur 28 Euro bei den beiden, aber nee, die schüttelt den Kopf. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob die jetzt Kopf schütteln, weil bisher... Ah, der hat sich jetzt dahin gesetzt. Der setzt sich dazu. Die waren nicht wirklich lange da gesessen, ne? Na komm, setz dich halt dann irgendwo hin. Da waren es jetzt auf jeden Fall um die 45. Da waren es jetzt 100, fast 120, 115. Guter Preis. Gott, so teuer. So, Servusle. 32,80. Ich werde natürlich auch erst einmal wieder auffüllen, ne? Das ist auch klar, bevor ich den Preis, bevor ich den Raum freischalte. Wird erst einmal wieder eingekauft, dass wir alles haben. Ja, so mag ich das. 77,70, was für ein schöner Betrag. Da hat doch jemand gekauft. 82,40. Leider geht es halt immer ein bisschen unter. Ja gut, jetzt habe ich es ja gesehen. Das waren jetzt 14 Euro für die zwei Leute, die da aufgestanden sind. Aber das, ich sehe es halt leider nicht immer, ne? Jetzt ist 21 Uhr, jetzt kommen noch die Nachzügler von den Tischen. Da die zwei habe ich jetzt wieder nicht mitbekommen, was die jetzt dann gezahlt haben, die da aufgestanden sind. Ihn können wir gleich wegscheuchen, weil da kommt eh keiner mehr. Weil es ist 21 Uhr und da kommt keiner mehr rein. So, wir können aber auch mal anfangen hier. Und dann machen wir erst die Packungen auf. Bevor wir dann, also die auf dem Tisch nachfüllen. Box ist leer, das heißt, ich brauche die seltenen Karten auf jeden Fall einmal. Da könnte es auch sein, dass der Karton leer geht, jawohl. Dann brauchen wir die epischen einmal. Was kosten die? Achso, die haben wir erst. Shop Level 20, 26. Okay. Würfel brauchen wir. Ja. Nehmen wir wieder. Was habe ich jetzt da? Die blauen.
Eine ist da noch drin, aber es ist egal. Jawohl. Brauchen wir die schon mal nicht nachkaufen. Du hast jetzt ja da noch eine rausgenommen. Na toll. Naja gut, die muss ich ja eh nachbestellen. Oh. Wunderbar. So. Also brauchen wir einmal die blauen. Einmal die. Einmal die. Schaut düster aus mit Raum öffnen. Leer gehen. Ja, ich möchte eigentlich auch schauen, dass ich nie mehr als einen Karton dann dastehen habe von den Sachen. So. Das heißt, genau, die blauen, die roten. Wir haben das andere Zeug noch da. Dann passt es. Dann würde ich sagen, bestellen wir einmal. Ah, 5.472, aber ich zahle natürlich dann erst einmal noch die meine Kosten, meine täglichen. Ihr merkt schon, ne, die Parts werden auch etwas länger. Da geht es mir einfach auch nur darum, dass ich ja dass ich ja vorankommen möchte. Ist da noch eine? Ja, eine Hand ist auf jeden Fall noch drin. Okay, die sind alle voll. Einmal dahin. So, dann machen wir mit dem blauen angefangen. Hand ist schon voll. Dann lasst uns mal öffnen. Dann geht eben der Part heute eine Stunde. Dann ist es halt einfach so. Morgen, wie gesagt, kommt dann sowieso der Livestream. Und das wird dann ungefähr 2 Stunden gehen. Also 19 Uhr bis 21 Uhr ist geplant. Wenn es ein bisschen länger wird, ist auch in Ordnung. Und in 2 Stunden, denke ich mal, da werden wir schon einiges schaffen. Es werden wahrscheinlich dann um circa 4 Tage sein, also Ingame-Tage. Und da werden wir dann natürlich viel gemeinsam machen. Allerdings ist dann auch so, wenn wir den Livestream morgen machen, wird es übermorgen dann keinen Part geben, also keinen neuen Part. Weil irgendwo muss ich ja auch die Zeit hernehmen, das ist ganz klar. Und von daher wird dann der Part 11 quasi einen Tag später kommen. Weil ich denke, dass ich den Livestream, wenn wir den morgen machen... Oh, schön. Was? Klavop? Für 15,39. Aber das ist ein silberner, ne? Also das war jetzt kein neuer. Weiß ich halt dann auch nicht, ne, ob die denn überhaupt... Ich hätte mal auf die Nummer gucken sollen. Das wäre, glaube ich, ganz interessant gewesen. So, dann haben wir die. Dann machen wir die hier. Nach den seltenen natürlich noch die epischen. Nochmal eine silberne Ausgabe für 33,12, aber der ist neu, ne? 921. Doch das, dass er neu ist, kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen, ob der, wenn er doppelt ist, in einer anderen... Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die sind wirklich nur doppelt, wenn ich sie dann... Ja, sag mal, jetzt kommen hier so viele. Der Zweifrost ist es.
Aber den Zweifrost haben wir, glaube ich, als So-Karte schon. Naja. Wie auch immer. Letztendlich werde ich von jeder Karte eine haben. Scharf mit 130 und Goldrand. Der mit der Goldkante. Da haben wir gerade eine Eule gehabt mit Goldkante. Aber die ist anscheinend nicht so teuer gewesen. Da habe ich jetzt den Preis leider nicht gesehen. Manchmal geht es ja wegen zu schnell, ne? Aber es passt schon. Sonst, wenn ich jetzt halt hier jede einzeln anklicken müsste und das nicht angestellt habe mit automatisch öffnen, dann bräuchte man da ja noch Ewigkeiten. Jawohl, das war die letzte. Und dann haben wir jetzt halt nochmal die epischen. Ein bisschen einen anderen Hintergrund. Nicht immer gegen die Wand starren. L44 für Ganon. Erinnert mich jetzt gerade an Link. Ganondorf. Aber der wird anders geschrieben, das ist klar. L32 für die Goldausgabene vom Krorazian. Also das ist auch so ein Spiel, wo ich ewig eigentlich machen könnte. Also ich könnte die ganze Zeit Päckchen aufmachen. Einfach in der Hoffnung ständig, dass da eine neue Karte dabei ist und die dann vielleicht auch noch viel wert ist. So, jetzt weiß ich nicht, wie viele ich noch in der Hand habe, aber ich glaube, das ist jetzt das Vorletzte? Weiß ich nicht. Sehen wir gleich. Ob das das Letzte ist. Okay, da war eine dabei, die etwas mehr. Da habe ich dann sogar richtig. So, gehen wir mal auf unser Buch. Wir müssen halt leider nochmal von vorne anfangen, weil ich jetzt natürlich gucken möchte wegen Doppelten, die etwas teurer sind. Ah, da haben wir eine zum Beispiel. 33,12. So, die machen wir jetzt natürlich auch Marktpreis. 1, 2, 3. So, wenn die keiner kauft, dann sind sie selber schuld, weil das sind ja Karten, die dann um einiges seltener sind. Und ne, Angebot, Nachfrage und sowas. So, Marktpreis 1, 2, 3. Halt, warte mal, machen wir hier das da noch geändert. Vielleicht bei dem hier noch. So. Das bringt auf jeden Fall nochmal gut zusätzliches Geld, ne? Da, da. 6,81. Der hätte ich einfach. Passt schon. 9. Zwei Plätze haben wir noch frei. Da haben wir noch eine doppelte. Und die nächste ist du. So. 5,13, 4,98. Aber da hat sich schon auch was geändert, ne? Ne, da hat es gepasst. Aber die da. 3,80. Ne, passt auch. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir wechseln noch einmal den Tag, dass wir die Statistik sehen. Spielstunde 20.
Ja, gut, Karten verdienen und Spiel verdienen 1496. Also ich bin wirklich verwirrt mit den Werten. Ich denke, da schaue ich auch gar nicht mehr drauf in Zukunft. Also ihr könnt mir das gerne, wenn ihr wollt, könnt ihr mal gerne was dazu in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, ich werde es jetzt einfach mal absolut ignorieren. So, wir machen jetzt halt nur noch Tag 42. Wir schauen einmal auf unsere Rechnungen, weil die möchte ich auf jeden Fall zahlen. Und dann sind wir unter den 5000. Naja, gut. Dann können wir das jetzt eben nicht kaufen, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann machen wir morgen eben Livestream. Da werden wir dann im Livestream gemeinsam den Shop hier kaufen und gucken wir mal einfach, wie wir hier noch vorankommen. Wie gesagt, ich will mir die 5000 auf jeden Fall diesen Raum hier kaufen. 5000, das steht ja auch eigentlich als Shop da und nicht als Lager. Ne? Renovierung des Einzelhandelsgeschäfts. So, 1200, 2500 und dann nochmal 4000, also 6500 für 4 Ausbauten. Und dann hätten wir noch nicht einmal so viel wie jetzt. Naja, gut. Leute, wenn euch der Part heute gefallen hat, lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Lasst ein Like da und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.